Moin moin und herzlich willkommen hier beim Supermarkt-Simulator. Jo, die Bude ist wieder schön eingeräumt, ne? Hier ist alles voll. Hier fehlt eine Flasche Öl, oh, da fehlen. Jungs, da fehlen 4 Flaschen Öl. Da haben wir keine mehr? Das geht ja gar nicht. Zack, so Jungs, ich habe das mal noch erledigt. Na, ihr zwei? Ich habe mal noch die 4 Öl reingestellt. So. Aber wir machen schon mal die Bude auf. Ich soll die immer alle aus dem Haus kommen. Mal schauen, ob das so ist. Also die Kunden. So, ansonsten vielleicht dem einen oder anderen könnte es aufgefallen sein. Jedes Geld am Konto liegt einfach daran, na, wenn man so aufnimmt und sagt die Dame, vergisst man auch ganz selten mal auf Start zu drücken und quasselt dann eine halbe Stunde und fällt dann an. Ja, dann fällt einem ganz einfach auf. Aufnahme drücken wäre sinnvoll gewesen. Tag die Dame. Na, kommen Sie rein. Ja. Genau, also 2 Tage sind nebenbei gelaufen. Hey, mal Toilettenpapier. Na, aber. Wie Glück habe ich jetzt noch nicht mal die Preise gemacht. Können wir gleich mal schauen. Ja, steht halt hier etwas rum. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel Toastbrot bestellt. So, welche Preise haben sich denn geändert? Puderzucker wurde teurer. Puderzucker, Handseife und Geschirrspültabs. Das geht ja noch. Was war es, Puderzucker? Nö, scheint ja alles gut zu passen. Und da, zack. Na, guten Tag daher. Schön, uns gewählt haben statt die Nachbarschaftsläden. Hier zu teuer? Muss die Taste auch richtig drücken, dann funktioniert das. Ja. Natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, hier ein bisschen wenig Platz. Gut, dass wir nicht in Deutschland sind. Na, weil sonst wäre mit Barrierefreiheit schlecht hier. Es mag, dass diese zwei hier hin und her laufen. Das hier gefällt mir noch nicht so sehr. Müssten wir da eigentlich mal erweitern? Ich. Ja, Moment, ich bin gleich da. Ich muss erst bestimmt Rechnung zahlen. Nö. Hinten im Lager, ja, aber. Und sagt die Dame, wir brauchen viel Geld, wir wollen wachsen. Ich eingekauft. Finde ich gut so. So, 104. Zack. Das 6000 ist dann hier schon, boah. Das heißt, wir bräuchten um die 8000. Also zwecks Nachbestellung und sowas. Und glitschiger Abend daher. Mit zu viel Öl. Ja, gleich.
Dann nehme ich wieder die netten Angestellten. Ich bestelle Schoki, pick nach und die bringen es nicht komplett ins Regal und stellen sie ganz woanders hin. So, 5 Cent, na aber. Und 20, ja, bekommen wir hin. Ja, huiuiuiui. Also warum überlege ich, das Teil da hinten zu kaufen? Ich meine, wir haben hier noch Platz, ja. Man könnte noch Regale reinzwängen. Hier hinten natürlich auch. Apropos, das kommt weg. Oh, kaufen die jetzt keinen Toast? Junge, du stehst hier nicht umsonst. Irgendwann setze ich dich woanders hin. Und irgendwann mache ich die Funzel wirklich morgens an, wenn ich dran denke, und abends aus. Muss da eh nicht. Ach, sogar passend. Vielen Dank. So, 4610. Nächster bitte. Guten Tag, die Dame. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Tag. Sagt heutzutage auch keiner mehr an der Kasse, oder? Also, es ist jetzt nicht so, dass die Kassiererin sagt... Oder der Kassierer, Entschuldigung. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Tag. Ich bin nur noch da. Piep, 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 piep. Ich zueinander sein. Ach. Ach, gerade noch ein bisschen freundlich sein, ne? Hm. Ach, 45 Cent, Sie haben Kaffee mit Milch. Wer trinkt den Kaffee mit Milch? Das ist ja... So Jungs, schafft ihr das? Nee, ne? Ich sehe es schon. Handseife, es darf nicht ausgehen. Kunden kaufen nicht so oft. Aber wir haben ja auch schon wieder um 9, ne? Also. Haben es um 9 und ja. Das sieht man auch am Lager. So, das kurz dahin. Zack. Also am Lager sieht man das auf jeden Fall auch festgestellt. Ja, also nicht gerade preiswert. Hier fehlt irgendwas. Ähnlich. Haben wir kein Clean nicht mehr? Damit ist die Erweiterung schon wieder... Nein. Bisschen Mehl brauchen wir auch schon. Also na, werden die jetzt noch einräumen, mache ich schon mal ein bisschen. Damit wir dann am nächsten Tag nicht so viel zu tun haben.
Schönes, jetzt steht hier nicht mehr ganz so viel im Weg. Noch 3 Pakete Toast. Ach, nö, Nudeln. Irgendwann müsste das mal jemand hier sortieren, ne? Also. Ja. Seid ihr fertig, ihr zwei? Zwei noch nicht, also doch nervlich. Wo kann man euch? Hier räumt ja der Chef noch selber ein. Auch nur wenn die Flitzbieben das nicht selber auf die Reihe bekommen. Aber es liegt einfach nur daran, wir wollen ja hier irgendwie vorankommen. Wenn ja nicht so lange ja, Pause machen wie die. Jede Menge Reiniger. Beispielsweise diesen hier. Das hätte ich nun nicht gedacht, dass der Artikel, also in dem Fall, ja, Drogerieartikel, ja, doch so gut laufen. Ich meine, ich weiß nicht, wie ihr spielt. Ich habe es nur bei anderen schon gesehen. Da wird jede Lizenz gekauft, die es gibt. Und nur mit Mods hat man überhaupt die Übersicht. Ich meine, ja, kann man jeder machen, wie er möchte, um Gottes Willen. Aber mir fehlt dann die Übersicht, dann macht es ja auch keinen Spaß. Das Regal ist schon wieder leer. Dann machen wir noch hier das Shampoo. Haben die zwei sogar schon eingeräumt. Bin ja stolz auf euch. Ja, Handseife hatten wir auch. Was fehlt denn jetzt überhaupt noch? Habt ihr noch was? Bei Toast und ein bisschen Mehl. Gut, Mehl haben wir nun nicht mehr da, doch er hat. Was auf jeden Fall fehlt, und das ist ein teures Produkt, finde ich. Ja. Müsste theoretisch, praktisch geht's nicht. Gut, ist nicht schlimm. Die zwei machen noch. Aber wir können ja schon mal den Tag beenden. Die machen ja dann einfach weiter. So, irgendwelche Produkte haben sie nicht gefunden und ich habe es nicht gesehen. Ja, aber 2500 grob. Ja. Shampoo, Handseife, Reiniger, Käse. Und was soll ich da leben? Shampoo? Ja? Da hinten haben wir Shampoo. Einen haben wir fast nicht zu teuer, ne? Also. Was noch? Shampoo, Reiniger. Technisch wie ein Sieb. Shampoo, Handseife, tütütüt. Apropos, wenn wir schon mal hier sind, dann können die nämlich schon mal weiter einräumen. Ich glaube, das kauft keiner.
Ohne Ende. Eins, zwei, drei, vier, fünf Mal. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und was hatte ich gesagt? Clean dich. Immer ganz locker 990, ne? Bumm. Das jetzt her? Ich habe hier vier Kisten clean dich. Naja. Wir machen das mal auf. Die werden dann bestimmt clean dich irgendwie kaufen. So, Reiniger brauchen wir ja auch noch unten. Ja, brauchen wir. Die Hälfte draußen? Nö. Kaffee und Susu. Na, wo ist denn Susu? Was noch Mehl? Bin sofort da. Ja, mir fällt auf, ich habe die Musik vergessen. Beim nächsten Mal wieder. Und passend, perfekt. Wasser. Jo, Mehl passt auch. Das passt. Hier mal Reiniger. Wir haben es ja, ne? Vom Geld her. Sagt er jetzt noch. Und dann geht zu wenig, was er auf dem Konto hat. Ja. Ich bin ja schon da. Schönen guten Tag, die Dame. Haben Sie denn heute schon das Neueste gehört? Die Nachbarn hier laden, die haben die Preise total erhöht. Kommen Sie jetzt immer bloß noch zu uns. Wir sind preiswert. Wir bescheißen Sie nur einmal, keine zweimal wie die Nachbarn. Der nächste, bitte, oder die nächste. Ne, wollen wir. Wird es wohl heute Rührei geben? Nehmen Sie ein bisschen Schnittlauch mit. Der passt immer gut rein. Macht sich, ne, aber. Oh, sie haben aber ganz schön zugeschlagen. Das ist ein Wocheneinkauf, ne? Oder nicht? Bei uns ist jeden Tag preiswert. Kommen Sie einfach jeden Tag. Müssen den Kopf nicht senken. Ich hoffe doch, dass das abgebucht wird. Nicht? Gibt es sowieso Ärger. Da warten wir mal ganz kurz. Ich habe es wieder vergessen am Anfang des Tages. Runzel an und dann sieht man auch was. Okay. Kaum ist clean dich in der Werbung schon.
Was heißt in der Werbung? Es ist preiswerter. Dann kaufen die ohne Ende. Schicken wir das jetzt mal da ins Regal. Ich bin ja schon da, ich bin ja schon da. So. Dame. 4610. Buche ich knallhart ab. Geld ist weg. Kleid passt aber sehr, sehr gut zur Haarfarbe. Kann man da helfen? Könnte man, ne? Aber ich habe Kundschaft. Zwanzig zurück, ne, aber. Ach. So, was fehlt denn hier Schönes, wo man helfen kann? Öl. Und Öl fehlt weiterhin. So, die Dame, schönen guten Tag. Lang aber zu hier. Uiuiui. Mit Öl. Nein, ich bin gleich bei Ihnen. Ach, das ist Susu. Moment, ich bin gleich da. Keine Hektik. Da kommt's hin. Was haben wir eigentlich hier? Ja, genau. Sind hier. Da bin ich schon. Zack, zack. Musste bloß für Nachschub sorgen. Nicht, dass nicht, was irgendwas nicht da ist. Entschuldigung, die junge Dame. Was nehmen Sie für ein Shampoo? Das ist ja mal wow. Muss ja weitermachen. Und hier sieht das ja noch interessanter aus. So, 83,30. Brauchen nicht so gucken. Da frage ich nicht nach dem Shampoo. Auf keinen Fall. Oh, 96. €14,10. Sie wissen schon, dass wir hier auch was zahlen müssen an die Kartenanbieter. Wenn es so ist, richtig. Zack, zack, zack. Einmal ja. 12,30. Jetzt so aufs Konto. Oh Gott, oh Gott. 30,90. Zurück, ja. So, jetzt auf das Konto gucke. Da oben rechts, da. Das sieht ja sogar gut aus. Oh, hier fehlte was. Ist also mit 8700, ja, doch. Da können wir uns beim nächsten Mal ja was leisten. Uhu, das kommt da rein. Das hätte ich schon lange da reingekonnt.
Egal. Jetzt mal, ihr seid fertig, das ist doch schön. Wenn ihr das als Überstunden aufschreibt, ich sag's euch. So, ja, mitnehmen. Noch zwei Flaschen, da. Auch komplett. Da haben wir noch was gut. Fein, fein, fein. Da fehlt denn. Oh. Da kann man sagen, was man will, ne? Hier mal auf jeden Fall. Du suchst auch zweimal. Machen wir gleich dreimal. Käse. Das ist halt was für den nächsten Tag. Ne? Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird nochmal teuer. Na, wenn ich hier so hingucke, dann nehmen wir gleich ein bisschen. Überall immer eins rausgenommen. Das sind die besten Kunden. So, haben wir denn hier für den Toast ein bisschen Platz? Nö, ne? Na, das sind die aber nicht weit gekommen oder hinterher gekommen. Mit dem Einräumen. So, zack. Ja. Wenn ich Eier einsortiere, braucht ihr das nicht auch noch machen. Das macht keinen Sinn. Ach, ihr seid sozusagen auch fertig. Und wenn die zwei das sagen und die hier sowieso, die machen eh nichts, dann schauen wir ganz einfach mal hier rein. So, fanden die Produkte zu teuer. Kann ich denn dafür? Können wir alle nichts machen. Sagen wir mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.